Tja, Leute, Montag, der 12., kurz nach knapp der Arbeit. Erst einmal noch mein Feierabendkäffchen trinken. Ja, Schotter ist noch keiner gekommen. Eigentlich muss ich ja sagen, Gott sei Dank. Weil ich habe was Wichtiges vergessen, ist mir heute während der Arbeit eingefallen. Das Leerrohr für den Strom. Und das muss ja unter den Schotter drunter. Gut, jetzt fahre ich mal schnell in den Baumarkt und guck, was die haben. Also direkt so ein Plastikröhrchen habe ich nicht unbedingt Bock. Da habe ich viel zu viel Angst, dass das durch den Schotter kaputt geht. Ich habe zwar noch einen Kies da, aber naja, schauen wir mal. Vielleicht mache ich auch ein Metallrohr rein. Ja, irgendwas werde ich da nachher schon finden. Gut, also ich trinke jetzt meinen Kaffee, fahre im Baumarkt und danach hole ich euch wieder dazu. So, ich weiß es ganz genau, ihr wollt mich bloß beim Schottler sehen. Ja, werdet ihr gleich. Aber vorher zeige ich euch noch die Zutaten für heute. Da haben wir schon unsere heutigen Zutaten. 1 Zoll Wasserrohr. Ja, ich habe ein verzinktes Rohr geholt fürs Kabel für die Erdverlegung. Ob man das sonst so macht, keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach so. 2 Winkelstücke, Verbindungsmuffe und ja, ein Sackel Estrichbeton. Für was ich den noch brauche, einmal um das Rohr dann zu fixieren und zeige ich euch da drüben. So ungefähr wird jetzt die Grillkota dann hier hinkommen. Wir haben gesagt, wir stellen sie genau parallel zur Wand hin. Eingang wird dann hier raus sein, dass man genau so darüber gucken kann. Jawohl. Hier will ich mit dem einen rauskommen und dann hier jetzt den Graben rüberziehen. Ja, und dann irgendwo da wieder hochkommen. Den Estrichbeton habe ich mir mitgenommen, ja, um das Stück hier schnell noch mit auszubetonieren. Weil das geht mal auch auf den Sack. Gut, dann hole ich mir schnell die Spitzhacke. Schraub das Zeug schnell zusammen vorher. Werde ich noch mit Teflonband umwickeln, zusammenschrauben. Und dann geht es auch schon weiter. So Leute, zusammengeschraubt mit Teflonband abgedichtet. So ungefähr kommt es jetzt gleich da rein. Und bevor jetzt wieder irgendein Schlaubi fragt, warum ich das abdichte, das Rohr, läuft doch kein Wasser durch. Ja, aber es könnte Wasser eindringen. Genau deswegen habe ich Teflonband rumgewickelt. Ja, gut, ich nehme jetzt die Spitzhacke und hack das Ganze erst einmal ein bisschen auf, dass wir das Rohr ja, auf alle Fälle noch ein klein wenig versenken können. Und dann hauen wir noch ein Betonbatch hin, dass das gleich einmal an der Wand schon gesichert ist. Und ja, da wird ja dann eh noch aufgeschottert und gerüttelt. Und dann wird das Rohr hier dran, da, ja, komplett ins Fundament mit eingelassen. Hilft ja nix. Oh. Noch ein schöner Stein für die Randbebauung gerade gefunden. Sieht man mich da drüben eigentlich? Ne, stelle ich die Kamera ein bisschen weiter weg. Dann habt ihr es komplett im Bild. Ja.
Dann werde ich jetzt ein Mörtelbätsch anmixen und ja, die Ecke ein bisschen ausdätschen. Ja, und das Rohr halt auch noch etwas fixieren. Oh. So, den Rest unterfütter ich dann noch mit Kies, habe ich da hinten auch noch genügend rumstehen. Nein, Philipp, ich kann das nicht. Du kannst das viel besser. War ja wieder so klar, dass ein Sack zu wenig ist. Dann tun wir halt noch ein bisschen hinbescheißen. So. Der Scheiß ist erledigt. Dann würde ich mal sagen, hole ich noch den Kies. Schütt den Kies da rein und dann zeige ich es euch. Tja. Schade, eigentlich wollte ich das Eck hier halbwegs zumachen, aber mein Gott, wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Hier habe ich jetzt noch den Kies mit unten runter reingestopft und oben drüber. Da kommt unser Strom raus dann. Wenn es jetzt von der Höhe nicht ausreicht, weil es kommt ja jetzt erst durch der Schotter drauf, wird gerüttelt. Und dann kommt unsere, also nicht diese hier, sondern eine extra gebaute Schalung außenrum. Und die wird dann aufbetoniert. Sollte das von der Höhe nicht ausreichen, mein Gott, dann kaufe ich nochmal eine Verlängerung mit einer Muffe. Das sollte das geringste Problem sein. Gut, soweit so gut. Dann würde ich mal für heute sagen, habe fertig. Tja, eigentlich war ja Montag ist Schontag geplant, aber Leute, ihr wisst ja, hilft ja nichts. Okay, wir sehen uns dann, tja, morgen, übermorgen, ich weiß es nicht. Ach ja, mein Schatz hat mich gerade gefragt, warum ich jetzt so ein dickes 1 Zoll Rohr genommen habe. Hab ich gar nicht. Und ja, ganz einfach, da lässt sich ein Kabel wesentlich leichter um diese 90 Grad Winkel schieben, als jetzt so ein dünneres. Ja, ich wollte eigentlich zwei 45 Grad Winkel nehmen, um das Ganze zu entschärfen. Haben sie nicht gehabt, also dann doch ein dickeres Rohr und ein 90 Grad Winkel. Und je dicker, umso besser, weil da kann man eventuell noch ein WLAN-Kabel reinstecken.